Tschüss, Hotelzimmer. Proteine. Kann ich jetzt hin? Ab zum Fahrstuhl. Der Satteldieb hat übrigens wieder zugeschlagen. Dreist. Einfach nur dreist. Ist es etwa Rosmarin? Ist es etwa Rosmarin, meine Freund? Ja, es ist Rosmarin. Ne? So, wir sind hier jetzt in unserem Camp. Das ist ein Surfcamp hier bei Gabarra Beach. In Australien. Tatsächlich, ja, immer noch. Wir waren hier jetzt für 5 Tage. Es war richtig cool. Wir waren morgens surfen, dann gab es Mittagessen und dann nochmal abends eine Runde surfen. Ist voll krass, die Leute sind hier voll nett, die Gegend hier ist voll schön, der Strand ist menschenleer, außer wenn wir da sind und surfen. Man glaubt es kaum, aber auch ich habe es geschafft, mich auf ein Brett zu stellen und jesusartig über dem Wasserspiegel mich fortzubewegen. Das ist echt spaßig und auf jeden Fall ein Muss für alle, die hier so mal was machen wollen in Australien. Also Surfen gehört, denke ich mal, dazu. Ist ganz nett hier die Gegend. Schönes Wetter. Es war jetzt, glaube ich, die letzten beiden Tage war es schon wieder ein bisschen wärmer. Davor hatten wir ein bisschen wolkigere Tage. Ist schon, ja. Ja, und sonst ist das eigentlich so ganz entspannt. Wir haben hier so alle unsere eigenen Hütten, sind so 6-Mann-Zimmer drinne und dann Duschen sind ein bisschen außerhalb, das geht noch alles. Und es ist einfach schon November. So, in Deutschland ist es jetzt bestimmt arschkalt. Mir ist schon wieder viel zu warm, ich muss mich gleich wieder eincremen mit der Sonnencreme, weil die Sonne so ballert. Hab mir zum Glück noch nichts verbrannt. Hab heute schon ein paar andere Leute gesehen, die sehen ein bisschen schlimmer aus. Wer weiß, woran das liegt. Aber ist auf jeden Fall so im Großen und Ganzen unser cooles Camp hier. Ich bin jetzt hier einfach mal eine Runde rumgegangen. Krass fand ich, wir haben hier gestern einfach Kakadus gesehen. So 12 Stück, die einfach so wie Tauben rumfliegen. Die sind auch mega fett, geile Vögel und so. Also schon echt, echt schön.